Die relative Luftfeuchtigkeit. Und was ist dann hier überhaupt so relativ? Nun, wir müssen dazu wissen, dass Luft eine bestimmte Menge Wasser aufnehmen kann. Das ist uns meistens schon bekannt, wenn man zum Beispiel morgens, wenn es vielleicht noch neblig ist, rausgeht, hat man das Gefühl, die Luft ist ganz nass. Und das hat damit zu tun, dass die Luft eben Wasser aufnehmen kann. Und zwar kann die Luft je nach Temperatur unterschiedlich viel Wasser aufnehmen. Hier habe ich das mal ganz grob aufgemalt. Hier unten haben wir die Temperatur und hier, wie viel Wasser die Luft maximal aufnehmen kann. Also, wenn nur 10 Grad Lufttemperatur herrschen, kann maximal 9 Gramm Wasser sich in einem Kubikmeter Luft befinden. Wenn wir aber 30 Grad Lufttemperatur haben, können sich 30 Gramm Wasser in einem Kubikmeter Luft befinden. Und bei 0 Grad nur noch ganz wenig, irgendwo unter einem Gramm pro Kubikmeter. Das gibt dann so eine Kurve. Und man kann natürlich auch die absolute Menge Wasser in der Luft angeben. Man kann sagen, in der Luft befinden sich gerade 15 Gramm Wasser pro Kubikmeter. Aber das bringt mir meistens nicht viel, außer ich weiß, wie warm es ist und kenne diese Kurve auswendig. Interessant ist, wie viel Wasser die Luft gerade noch aufnehmen kann. Und das ist die relative Luftfeuchtigkeit. Also die relative Luftfeuchtigkeit sagt uns von der Menge Wasser, die die Luft bei der jetzigen Temperatur aufnehmen könnte, wie viel ist davon schon in der Luft? Also, wenn ich zum Beispiel sage, bei 30 Grad, wir haben 50% Luftfeuchte, heißt das 50% von diesen möglichen 30 Gramm pro Kubikmeter. Also ungefähr 15 Gramm pro Kubikmeter. Wenn ich bei 10 Grad sage, wir haben 50% Luftfeuchte, dann sind es die Hälfte von 9 Gramm, also nur noch 4,5 Gramm pro Kubikmeter. Und das ist eigentlich der relevante Wert. Wenn ich zum Beispiel Wäsche trocknen möchte, dann muss die Luftfeuchtigkeit deutlich unter 100% sein, damit überhaupt noch Wasser aus der Wäsche rausverdampfen kann. Wie warm es ist, ist erstmal egal. Hauptsache, es ist nicht so viel Wasser schon in der Luft, dass nichts mehr aus der Wäsche verdunsten kann. Das heißt, wichtig ist, dass die Luftfeuchte zum Beispiel 50% beträgt, die relative Luftfeuchte. Ist dann egal, ob wir uns hier befinden, da kann noch Wasser verdunsten, oder hier. Und in den allermeisten Fällen ist diese relative Luftfeuchte viel sinnvoller zu wissen als die absolute, weil die absolute interessiert einen meistens nicht. Wichtig ist eben, wie viel Kapazität die Luft noch hat, um Wasser aufzunehmen. So, das bedeutet aber auch, wenn wir jetzt Luft nehmen, die 10 Grad kalt ist und 50% Luftfeuchte hat, dann heißt das, die hat 4,5 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft. Befinden wir uns also hier. Und wenn wir die Luft jetzt einsperren, zum Beispiel in so ein kleines Gefäß mit Deckel, das luftdicht verschlossen ist, dann können da natürlich keine Wassermoleküle rein oder raus. Aber natürlich kann man das Ganze aufwärmen. Wir nehmen also dieses Gefäß bei einer kalten Temperatur, sagen wir 10 Grad mit 50% Luftfeuchte. Und wenn wir das jetzt erhitzen, dann werden da nicht mehr Wassermoleküle reingehen. Das heißt, es wird bei 4,5 Gramm pro Kubikmeter bleiben. Wir erhitzen das, sagen wir, auf 30 Grad. Und damit sinkt die relative Luftfeuchte. Die Menge an Wassermolekülen bleibt logischerweise gleich, es ändert sich die Temperatur und damit ändert sich auch die relative Luftfeuchte, weil bei 30 Grad das viel mehr Wasser aufnehmen könnte, aber nicht mehr Wasser reinkommt. Und damit müsste in einem abgeschlossenen Volumen, wenn die Temperatur steigt, die relative Luftfeuchte sinken. Oder andersrum, wenn die Temperatur sinkt, die relative Luftfeuchte steigen. Und um das auszuprobieren, habe ich hier etwas gebastelt. Und zwar ist das noch so ein Deckel zu so einem Gefäß, aber mit einem kleinen Luftfeuchtigkeitssensor. Gut, über das Design kann man streiten, aber im Prinzip innen am Deckel hängt ein Luftfeuchtigkeitssensor, ja, luftdicht verklebt im Deckel, sodass da kein Luftaustausch stattfinden kann. Außen dran ein bisschen Elektronik und der gibt uns eine Spannung an, abhängig davon, wie hoch die Luftfeuchte im Moment ist. Und wichtig ist, immer die Dokumentationen aufheben. Ich habe hier noch die Datenblätter von dem Luftfeuchtigkeitssensor von damals, als ich den gekauft habe. Und wir haben hier so eine schöne Gerade und wir können jetzt ablesen. 2,5 Volt werden ausgegeben. Gucken wir, die Gerade sagt uns, knapp 60% Luftfeuchtigkeit haben wir hier drin. Irgendwas zwischen 50 und 60. Ist ein sehr guter Wert für so einen Wohnraum. Das ist ganz angenehm und für Menschen auch ja, gesundheitlich geeignet. Und was wir jetzt machen, wir werden diesen Sensor mal nach draußen hängen, aus dem Fenster. Draußen ist die Temperatur niedriger, aber vermutlich ist auch weniger Luft in der weniger Wasser in der Luft drin. Tatsächlich hat es sich ein bisschen geändert. Wir sind jetzt so bei 2,2,
Volt. Also die Luftfeuchtigkeit da draußen beträgt mehr so 50%, während sie hier drin 55 waren. Und ja, jetzt werde ich da draußen mal dieses Gefäß mit dem Deckel und dem Sensor verbinden, sodass wir dann die kalte Luft von draußen, die im Moment 50% Luftfeuchtigkeit hat, hier reinholen und aufwärmen können. Hier haben wir die kalte Luft von draußen. Da hat sich schon ein bisschen was geändert, aber nicht viel. 2,5 Volt, also immer noch ungefähr 50 bis 60% Luftfeuchtigkeit. So, das Ganze steigt jetzt erstmal ein bisschen. Ich glaube, das sind irgendwelche irrelevanten Schwankungen, weil das Kabel wärmer wird hier drin oder so. Fühlt sich noch sehr kalt an. Die Luft da drin ist immer noch so kalt wie draußen. Hat ungefähr 50% Luftfeuchte und ich nehme das mal in die Hand, damit es schneller warm wird. Kann jetzt, wie gesagt, kein Wasser da rein oder raus. Aber während da drin die Luft jetzt wärmer wird, sollte der Wassergehalt nicht zunehmen können und damit die relative Luftfeuchtigkeit und entsprechend diesen Sensorspezifikationen dann auch die Spannung sinken. Und wir sehen in der Tat, die Spannung sinkt kontinuierlich ab. Und ja, im Prinzip könnten wir daraus jetzt gleich sogar berechnen, wie kalt es draußen war. Wenn wir vorher die Luftfeuchte draußen messen und dann bei einer ja, bekannten Temperatur hier drin noch einmal, dann können wir daraus die Außentemperatur errechnen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie warm es hier drin eigentlich ist, deswegen funktioniert es nicht so genau, aber wir sehen, die relative Luftfeuchte sinkt immer weiter, je wärmer es hier in diesem Gefäß wird. So, nach einer halben Ewigkeit haben wir jetzt 2,2 Volt. Das heißt, wir haben jetzt in dem Glas eine Luftfeuchtigkeit von etwa 45%. Vorhin draußen hatte der Sensor 2,6 oder so angezeigt. Das heißt, da draußen waren es 60%. Wir sind also von 60 auf 45% runtergegangen. Wenn wir hier drin bei, sagen wir, 20 Grad, also 45% haben, müssten wir ungefähr 8 Gramm pro Kubikmeter haben. Und wenn das draußen 60% waren, hatten wir draußen 14, 15 Grad. Das ist gerade ein bisschen zu viel. Vielleicht ist es noch nicht richtig warm geworden. Wir sehen, ganz langsam sinkt es noch. Ich werde es zum Test nochmal auf die Heizung stellen. Das verschlossene Glas liegt da hinten auf der Heizung und wir sehen, die Spannung geht noch weiter runter. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie heiß es genau auf der Heizung ist, aber wir sind inzwischen gleich bei 2 Volt, also bald haben wir nur noch 40% Luftfeuchtigkeit da drin und das erklärt im Übrigen auch, warum die Sachen, alle möglichen Sachen immer besser trocknen, wenn wir sie neben die Heizung stellen, weil da ist es warm und die Wärme selbst trocknet erstmal nicht besonders viel. Aber dadurch, dass es da wärmer ist, wird auch die Luftfeuchtigkeit sinken und die Luft kann dann mehr Wasser aufnehmen und dadurch trocknen die Sachen schneller. Und es sinkt immer noch und sinkt immer noch. Ich bin mal gespannt, wie weit runter wir noch kommen und wie niedrig die Luftfeuchtigkeit entsprechend wird in dem kleinen Döschen auf der Heizung. Ja, so, jetzt sind wir bei unter 1,6. Ich brauche jetzt hier meinen Schreibtisch mal wieder. Das kann nicht ewig hier rumstehen. Also wahrscheinlich wird es noch weiter runtergehen. Aber Prinzip haben wir verstanden. Und dann geht es nächste Woche mit irgendwas anderem weiter. Tschüss!